Herrn auch spricht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der uns seinen Frieden schenkt, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, besonders alle Frauen der Frauenbewegung, ich begrüße euch herzlich zu unserer heiligen Messe. Wir feiern heute mit der Kirche den Gedenktag des heiligen Paul Micke und seiner Gefährten, die ersten Märtyrer Asiens. Durch die Mission des heiligen Franz Xaver angeregt sind dort die ersten Christen entstanden. Innerhalb weniger Jahrzehnte waren über eine halbe Million Christen. Dann brach jedoch eine große Verfolgung durch den damaligen Herrscher herein und diese 26 Märtyrer wurden gekreuzigt. Ein Priester, ein einheimischer Priester, schon Paul Micke und seine Gefährten. Erst im 19. Jahrhundert durften wieder Missionare nach Japan. Und sie fanden immer noch christliche Gemeinden vor, die diese Offenbarung Gottes bewahrt hatten, trotz aller blutiger Verfolgungen. Wir merken, wenn jemand wirklich die Botschaft Christi ergreift, dann hat das einen Halt in allen Lebensumständen, auch den schwierigsten. Lasst uns aus der Botschaft Christi Halt und Licht finden. Herr Jesus Christus, du bist von Gott gekommen, die Menschen zu Gott zu führen. Herr, erbarme dich unser. Du bist gekommen zu heilen, was in unseren Seelen verwundet ist. Christus, erbarme dich unser. Du bist gekommen, damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten. Starker Gott, du bist die Kraft der Heiligen. Du hast den heiligen Paul Micke und seine Gefährten durch das Martyrium am Kreuz zur ewigen Herrlichkeit geführt. Hilf uns auf die Fürbitte dieser Heiligen, Christus, dem Gekreuzigten, nachzufolgen und ihn bis zum Tode gläubig zu bekennen, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Schwestern und Brüder, ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Ich bin das Licht, ich leuchte euch für mit meinem heiligen Leben. Wer zu mir kommt und folget mir, darf nicht im Finstern schweben. Ich bin der Weg, ich weise wohl, wie man wahrhaftig wandeln soll. Halleluja, 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 halleluja. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Halleluja, halleluja, halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit rief Jesus die 12 zu sich und sandte sie aus, jeweils 2 zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben, und er gebot ihnen, aus seinem Wanderstab nichts auf dem Weg mitzunehmen: kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen: Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die 12 machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Geschätzte Schwestern und Brüder im Glauben, wir sind in der Woche des Lichtes. Ihr kennt das von früher, Plankelwoche oder so ähnlich wurde das genannt. Es kommt vom Sonntagsevangelium her, die Freude des alten Simeon und der Prophetin Hanna, weil ihre Augen das Heil gesehen haben, das Gott bereitet hat. Das Licht, das alle Menschen erleuchtet. In dieser Freude sind wir. Als Christen, immer. Wir haben aber in dieser Woche in den Evangelien auch mitgehört, dass dieses Licht des Himmels nicht von allen angenommen wird, dass Jesus selbst Ablehnung erfährt. Sogar in seiner Heimat war gestern das Evangelium, was Verwunderung auslöst bei ihm selbst. Wie kann man denn diese frohe Botschaft nicht annehmen? Gott wird nicht müde, seine Boten zu senden mit diesem immer gleichen Angebot. Und er sendet sie in Vollmacht. Denn wo die Boten Christi die Worte Jesu aussprechen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, da hat der Ungeist keinen Raum. Da wird der Ungeist entlarvt und muss weichen. Er gab ihnen Vollmacht, Ungeister auszutreiben. Sie kommen ohne besondere Ausrüstung, nur im Vertrauen, dass Gott sie als Werkzeug verwenden wird.
Eine gute Botschaft für uns. Jeder Getaufte ist ein Gesandter Christi, aber wir brauchen jetzt keine hochgeistige Ausbildung. Gott verwendet jeden von uns, wenn wir uns verwenden lassen. Offenheit des Herzens, Treue zu seinem Wort, das sind die einzigen Bedingungen, die wir brauchen als seine Gesandten. Und er sagt dann, wo ihr hingestellt seid, bleibt dort, bis ihr den Ruf bekommt, woanders zu wirken. Ein Christ hält es überall aus, auch dort, wo ihm Feindschaft entgegenschlägt. Dazu sind wir ja gesandt, zu wandeln, Heiligen Geist hinzubringen, überall, wo wir leben. Dass das oft Jahrzehnte oder länger dauert, das müssen wir alle oft schmerzlich erfahren. Schön ist es, dass man weiß, es wird sich durchsetzen. Wenn ich im Guten bleibe, wird es sich durchsetzen. Das Verkehrte wird einmal entlarvt. Wenn man einen doch nicht aufnimmt, sagt Jesus zum Schluss heute, dann geht weiter. Der Mensch muss lernen, aus der Freiheit heraus zu handeln und zu entscheiden. Es ist ihm angeboten, aber wenn er nicht will, dann geht das Heil weiter, geht vorbei. Das Zeichen, dass der Mensch es sehr wohl gehört hätte, ist dieser Staub, den die Jünger abschütteln. Sie waren hier, aber sie lassen jedem Menschen die Freiheit. Das ist das Programm, das uns Jesus sagt, die Voraussetzungen, wie wir als Getaufte auch an unserem Ort seine Gesandten werden. Und dann hören wir was ganz was Schönes. Jeder, der sich auf den Weg macht, erlebt, dass genau das geschieht, was Jesus hier verheißt. Wenn wir die Menschen auf Gott hin aufmerksam machen, weichen die Ungeister und erfahren viele Menschen Heil in der Seele, dort, wo sie verwundet sind. Welch schöne Sendung, die wir haben, jeder Getaufte. Nehmen wir uns das heute mit. Ich will dort, wo ich lebe, ein Heilswerkzeug Gottes sein. Amen. So, Jesus Christus, unserem Herrn und Meister, beten wir in allen Nöten. Wir beten für die Christen, die heute bedroht und verfolgt werden, dass sie Schutz und Sicherheit erfahren. Christus, erhöre uns. Für Christen in unserem Land, dass sie zu einem bewussten und entschiedenen Glauben finden. Christus, erhöre uns. Für die Mächtigen der Welt, dass sie die Menschenrechte und die Freiheit der Religion und des Gewissens achten. Christus, erhöre uns. Für die Christen in Asien, dass sie in Frieden mit den Angehörigen anderer Religionen leben können. Christus, erhöre uns. Für die Menschen, die das Evangelium hören, dass die frohe Botschaft in ihnen auf fruchtbaren Boden fällt. Christus, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention mit einschließen. Die katholische Frauenbewegung für alle lebenden und verstorbenen Mitglieder, besonders für die zuletzt verstorbene Theresia Rockenschaub-Weiß, mit Familie Manfred und Elfriede Hinterreiter für verstorbene Großeltern. Christus, erhöre uns. Denn deine barmherzige Liebe kennt keine Grenzen. Du nimmst dich aller an, sei gepriesen in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Fällt's euch zu schwer, ich geh voran. Ich steh euch an der Seite. Ich kämpfe selbst,
war. In alles in dem Streite ein böser Knecht, der still kann stehen, sieht er voran den Feldherrn gehen. Wer seine Seele zu finden meint, wird sie um mich verlieren. Wer sie um mich verlieren scheint, wird sie nach Hause führen. Wer nicht sein Kreuz nimmt und folgt mir, ist mein nicht wert und meine Ziel. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, am Gedenktag deiner heiligen Märtyrer rufen wir zu dir. Gewähre uns jene Treue im Bekenntnis zu deinem Namen, die du ihnen geschenkt hast, und nimm unsere Gaben an, wie du das Opfer ihres Lebens angenommen hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns jetzt denken und danken, was Gott für uns tut und getan hat. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Größe zu rühmen. Im Martyrium des heiligen Paul Micke und Gefährten offenbarst du das Wunder deiner Gnade, denn in der menschlichen Schwachheit bringst du deine göttliche Kraft zur Vollendung. Sie sind Christus nachgefolgt auf dem Weg des Leidens und haben ihr Blut vergossen als Zeugen des Glaubens. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Erlösungsopfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut,
das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das für uns geopfert wurde und das nach deinem Willen zur Versöhnung mit dir führt. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, dem heiligen Jakobus, dem heiligen Paul Micki und Gefährten, und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, Bischof Ludwig und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, dir ähnlich sein und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen, dass wir in deinen menschgewordenen Sohn schauen, und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten.
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, die uns trennen, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben, das uns verbindet, und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Willen. Seht das Licht des Himmels, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit der Welt. Herr, ich bin nicht der Welt, dass du eingehst auf mein Land, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Seele gesund. Selig, die am Mahl des Herrn Anteil nehmen. Blut Christi, schenke uns das ewige Leben. Das Blut Christi. Lassen wir uns jetzt beschenken. Dem ganzen Heil Christi, mit ihm selbst.
Singen wir zum Dank. So lasst uns denn dem lieben Herrn mit unserem Kreuz nachgehen und wohlgemut, getrost und gern in allen Leiden stehen. Wer nicht gekämpft, trägt auch die Krone des ewigen Lebens nicht davon. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns mit dem heiligen Brot genährt und in Christus zu einem Leib verbunden. Er hat uns zuerst geliebt. Gib, dass uns nichts von seiner Liebe trennen und wir nach dem Beispiel der heiligen Märtyrer in aller Anfechtung standhalten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Danke euch jetzt für euer Kommen. Mitfeiern dieser heiligen Messe, auch für diese Andacht, wo man spürt, ihr seid nicht nur körperlich da, ihr seid mit dem Herzen dabei. Die Kirche gedenkt heute auch noch der ehrwürdigen Dienerin Marthe Robin, ein französisches Bauernmädchen, eine große Mystikerin, die von 1930 bis 1980 an die Todesleiden Jesu Woche für Woche an ihrem eigenen Leib erlitten hat. Sie wird als die größte Erneuerin des letzten Jahrhunderts verstanden, wollen uns auch ihrer Fürsprache anvertrauen. Wir sind gesandt an dem Ort, wo wir leben, als Boten des Reiches Gottes heil zu wirken. Lasst uns das heute mit Freude erleben. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Amen.